Eigentlich ist in Till Reiners Leben alles in Ordnung. Bis jetzt. Ich spiele den Till Reiners, einen sehr frustrierten, biederen Bankangestellten, der eigentlich alles hat, was man sich so zum Leben wünscht, aber trägt halt ziemlich viel Frust mit sich rum, weil er eigentlich damals auch andere Pläne hatte. Und ist halt eigentlich so ein verkappter Rocker. Wollte eigentlich früher mal Rocker werden, aber irgendwann musste er sich halt entscheiden für den soliden Weg des Lebens. Und eines Tages wird halt die Bank überfallen und Till Reiners wird als Geisel genommen, was natürlich sich erstmal hart anhört, aber ist eigentlich das Beste, was ihm überhaupt hätte passieren können. Von da an lernt er halt Napo kennen, den Moritz Bleibtreu spielt. Hast du ein Auto? Lass ihn in Ruhe. Was hast du, kleiner Wichser, zu mir gesagt? Ich hab ein Auto. Habt ihr den Hinterausgang? Ja. Wo? Hinten. Die Geisel befindet sich in der Gewalt eines unbekannten Täters. Er ist auf der Flucht. Wie wär's, wenn du mich einfach gehen lässt? Du hältst jetzt deine Fresse. Alles klar. Chris Stein spielt den spießigen Bankangestellten Till. Warum war er denn prädestiniert für die Rolle? Also Axel Stein ist sehr spät dazugekommen. Wir hatten vorher so andere Überlegungen, aber das hat sich aus verschiedensten Gründen nicht ergeben. Und ich bin absolut froh, dass wir da gezwungen wurden, um die Ecke zu denken, weil Axel ist genial. Axel ist ein Schauspieler. Das ist einer, der Leute berührt, der aufmachen kann. Und das stellt er hier unter Beweis, wenn man auf der einen Seite Moritz Bleibtreu sieht und Axel Stein und sieht hier auf dem Plakat, dann denkt man sich, Alter, was ist das für eine Kombination irgendwie? Das kann jetzt kompletter Trash sein, aber es kann auch richtig cool sein. Das ist 100% aufgegangen. Mhm. Das macht Spaß. Gibt es da irgendwie Parallelen zum echten Axel, der dann sagt vielleicht, ja, da gab es auch mal einen Punkt in meinem Leben, da hätte ich auch irgendwie mal ausbrechen wollen? Ja, kleine Parallelen sind da schon vorhanden, weil ich bin ja eigentlich auch ein Spießer. Also ich muss jetzt nicht irgendwie unter der Woche irgendwo mal nach Saint-Tropez fliegen, um Champagner zu trinken. Mit dem Privatjet. Genau. Das Wichtige finde ich halt ist, dass man, dass jeder weiß, womit er glücklich ist. Der eine ist halt damit zufrieden, wenn er in der Bank arbeitet und der andere ist halt zufrieden, wenn er tolle Autos verkauft oder auch hat. Und ich glaube, solange jeder glücklich ist mit dem, was er macht, das ist eigentlich das Erfolgsrezept. Also das muss halt jeder für sich selber rausfinden. Also bist du glücklich mit dem, was du machst? Ich bin mega glücklich. Also ich bin, mir scheint die Sonne aus dem Arsch gerade. Ich mache tolle Filme, ich lerne tolle Leute kennen, und ich komme in tolle Städte. Also ich habe kein eintöniges Leben, sondern ich kann wirklich das machen, wo ich gerade Lust drauf habe. Du bist ja der Kultregisseur von Bang Boom Bang. Also du bist ja schon so zurecht genannt. Lastet da nicht auch ein wahnsinniger Druck auf deinen Schultern, dass eben erwartet wird, oh, das muss jetzt wieder so ein Kassenschlager werden und so ein Kultfilm? Wir wollten das nicht wiederholen. Ich hatte eine gute Romanvorlage von dem Ralf Hussmann. Ich habe mit dem Stefan Holz, dem Drehbuchautor, wieder zusammengearbeitet, mit dem ich damals Bang Boom Bang geschrieben habe. Und wir sind einfach wieder so ziemlich locker rangegangen. Ich habe ja gerade schon mit Peter gesprochen, eben als Bang Boom Bang Kultregisseur. Bist du ein großer Fan von dem Film? Ja. Wenn er heute im Fernsehen läuft, dann guck ich, ja, bleibt man ja immer noch hängen. Ja, also, ja. Ist halt ein Kultfilm und der läuft ja auch, in Bochum läuft er sogar noch. Ja, haltet jetzt die Fresse, beide! Wir fahren jetzt nach Holland. Holland ist scheiße. Das ist wie Osten, nur Westen. Mann! I just won't go dirty love. Alles klar? Vollidiot, ey. Ich fand's ganz witzig.